Wir hatten uns mit der H-Methode beschäftigt. H-Methode deswegen, weil man mitunter Grenzwerte sonst gar nicht bestimmen kann. Es gibt Probleme dann, wenn unterm Bruchstrich etwas steht, was uns sehr stört. Das wäre dann der Ausdruck 0. Unter dem Bruchstrich eine 0 ist ganz furchtbar. Wir machen es mit der H-Methode so im Allgemeinen, dass wir H wie Hysterese, dass wir uns etwas einbilden. Wir bilden uns also eine Zahl ein und ich werde es mal im Term bestimmen und festmachen. Wir bestimmen mal den Limes von x Quadrat minus 25 geteilt durch x minus 5 und lassen x aber gegen 5 gehen. Und da könnte das Problem eben auftauchen, wenn wir hier vorne eine 5 einsetzen. Ich hoffe, das ist zu sehen, der Cursor ist ein bisschen klein. Wenn wir also unter dem Bruchstrich für x eine 5 einsetzen, wird Folgendes passieren. Es wird der Term unterm Bruchstrich 0 und wir haben das Problem durch 0 können wir nicht teilen. Demzufolge müssen wir uns etwas einbilden. Ja, wir hatten uns gesagt, damit das eben nicht passiert, bilden wir uns eine noch so klitzekleine Zahl ein. Und zwar, wir sagen, statt des Xs schreiben wir h und in diesem Fall plus 5. Das hat folgenden Hintergrund. Wenn wir jetzt nämlich dieses x, also diesen Term, für dieses x einsetzen, sprich h plus 5 dafür einsetzen, sieht unser neuer Term dann wie folgt aus. Wir können schreiben, wir bilden den Limes für folgenden Ausdruck. Und statt des x wollten wir h plus 5 einsetzen, mit anderen Worten, x plus 5. Da das aber quadriert werden muss, müssen wir ein Quadrat mit dran schreiben und die minus 25 bleibt. Und wir teilen das alles durch. Statt des x schreiben wir wieder, ich weiß schon, ja, ich habe es gerade selber gesehen. H plus 5 natürlich, danke. Und hier unter dem Bruchstrich schreiben wir ganz einfach hin. H plus 5. Und jetzt kommt unsere minus 5, die vorher schon da stand. Jetzt aber, jetzt dürfen wir nicht sagen, x geht gegen 5, sondern in diesem Fall unser h, was ja eine klitzekleine Zahl werden soll, soll gegen 0 gehen. Das ist der gleiche Ausdruck. Und wie kommen wir jetzt damit zurecht? Wir wissen es, wir können zum Beispiel schon mal unter dem Bruchstrich einige Dinge klären, sprich die 5 und diese 5, die heben sich gegenseitig auf. Und wir können uns jetzt um diesen Term mit einer binomischen Formel kümmern. Ich werde das mal gleich tun. Ich schreibe das also aus als h² plus und jetzt 2 mal h mal 5, also 2 mal 5 ist 10, 10h plus 25. Und lustigerweise steht ja da hinten noch unsere alte minus 25 und die hebt sich demzufolge auch gleich auf. Unterm Bruchstrich bleibt das h stehen. Wir können diese beiden weg streichen, das ist jetzt kein Kürzen, sondern plus 25 und minus 25 wird 0. Wir können korrekterweise noch eine 0 hinschreiben, aber das darf man ohne irgendwelche Ziffern zu ersetzen hinschreiben. Ein Bruch, der so aussieht, eine Summe auf dem Bruchstrich mit einem gemeinsamen Nenner, lässt sich wie folgt auflösen in h² durch h und 10h durch h. Wenn ich jetzt mir wieder diese Vereinfachung überlege, dass ich ja das h kürzen kann. Jetzt muss ich natürlich eine 1 hinschreiben. H durch h ist 1, h durch h ist 1, h durch h ist 1 und h² durch h ist h. Das ist korrektes Kürzen. Dann kann ich diesen Ausdruck wie folgt zusammenfassen. Jetzt überlege ich mir nämlich, wir können ja die Grenzwerte grundsätzlich einzeln bilden von einzelnen Termen. Sprich, Grenzwerte können wir von diesem Term bilden und von diesem Term bilden. Und wenn ich das jetzt einzeln mache, dann darf ich die hinterher auch ganz getrost zusammenziehen. Dieser erste Kringel, da ist das h ja 0. Wir wollten ja h gegen 0 gehen lassen. Also ist das ausgeschriebene 0. Und hier bleibt übrig 10 mal 1 durch 1 ist 10. Also ist der Grenzwert dieses gesamten Ausdrucks 10. Das bis dahin. Ich mache jetzt mal kurz eine Pause. So. Es kam nochmal die Frage, müssen wir denn jetzt, ich mache das mal jetzt hier lila, müssen wir denn jetzt vor diesem Ausdruck h gegen 0 hinschreiben? Ja, müssen wir insofern, dass wir uns ja dieses kleine h
als klitzeklein und immer kleiner werdend, also gegen Null gehend ausgedacht haben. Wir rechnen jetzt nicht mehr mit x, sondern wir rechnen mit dem h. Und deswegen müssen wir das so machen. Das ist richtig, ja. Gut, weitere Fragen. Immer ran. Die Fragen, das ist wichtig jetzt, auch für euch abends dann, wenn ihr es euch anhört. Wir müssen jetzt diese Methode, ich sag's mal gleich, wir müssen jetzt diese Methode gleich anwenden. Ihr müsst jetzt nicht viel mitschreiben, das bringt jetzt nicht viel. Mitschreiben dann abends, indem ihr einfach jedes Mal einen Stopp macht und sagt, Moment, bis dahin habe ich es geschrieben, das schreibe ich mir mal selber auf. Dann gucken, ja, habe ich richtig gemacht. Ne? So, also jetzt wenig mitschreiben, jetzt viel mitdenken und viele Fragen stellen. Ich sag's mal gleich, wir müssen jetzt gleich den Spagat schaffen, dass wir die Grenzwertberechnung mittels H-Methode, weil die ja am günstigsten geht, die geht eigentlich für alles. Das kann man sogar mit ganz einfachen Dingen machen. Dass wir die dafür verwenden, uns zu überlegen, wie wird denn die Ableitung entwickelt? Woher kommt denn die Ableitung? Später werden wir dann die H-Methode auch dafür anwenden, dass wir sagen, und wie haben wir dann plötzlich mit dem Integral, was wir dann später nochmal ausführlich behandeln, wie werden wir damit umgehen? Also Grenzwertberechnung hat was. Hat was insofern, dass man scheinbar unmögliche Dinge wieder hinkriegt. Gibt es jetzt bis dahin Fragen? Okay. Alles das, ich habe jetzt ganz bewusst hier das Buch mal nebenbei, ich könnte es auch so, aber ich möchte es so machen, dass ihr auch selbst mit dem Buch in der Hand nochmal nachvollziehen könnt, was haben der Olle da gerechnet. Ne? Habe ich das aufgenommen? Nee. Naja, nicht, dass dann später mal einer sagt, hier der Olle und so. Ne? Okay, die Steigung in einem Punkt steht hier extra, das ist auf Seite 46, falls ihr das dann nachschaut, und Seite 47. Ich kann ja dann auch nochmal drauf verweisen, aber ist egal. Die Steigung in einem Punkt, da müssen wir uns nochmal die ganze Sache anders betrachten. Und zwar, ich mache weiter. Kann ich bis dahin erstmal? Ich mache mal weiter. So, weiter. Wie kann man jetzt diese H-Methode dafür anwenden, dass wir sagen, wir möchten zum Beispiel eine Steigung einer Tangenten berechnen. Ich fange mal so an, dass ich hier kurz, das wird zwar nicht immer sehr schön werden, so freihand, ein Koordinatensystem darstelle und einen Graphen. Den Graphen, den mache ich mal grün, damit wir uns dann auf diesen Graphen besser beziehen können. Mit allen möglichen Farben können wir ja hier arbeiten. Wie geht es also zu sagen, mich interessiert die Steigung in einem ganz bestimmten Punkt. Und diesen Punkt, wenn ich das jetzt hier mal auf die x-Achse runterziehe, den nenne ich ganz einfach wertmäßig, also hier ist die x-Achse, hier ist die y-Achse, den nenne ich einfach x. Dann liegt doch hier in diesem Fall, wir wissen es ja schon, die echte Steigung so an, dass ich hier in diesem Punkt eine Tangente anlege. Tangente heißt die berührende. Jetzt geht es los. Jetzt müssen wir uns was überlegen. Jetzt müssen wir sagen, naja, die Tangente, die hat eine gewisse Steigung und diese gewisse Steigung, ich erinnere nochmal an ein Steigungsdreieck. Wenn ich hier also einen Graphen habe und ich habe hier einen Wert und ich gehe ein Stückchen nach rechts, dann habe ich hier einen anderen Wert, sagen wir hier zu x0, sagen wir hier zu x1. Und dann ergibt sich, das mache ich mal in Rot, für x0 ein bestimmtes y0 und für unser x1 ein bestimmtes y1. Wohlgemerkt, das hatte ich jetzt in der Aufregung nicht gemacht, y und x sind hier an den Achsen bezeichnet. Da war ja die Steigung m wie folgt definiert. Das ist ich male es mal aus, das ist ein sogenanntes Steigungsdreieck. Und dieses Steigungsdreieck drückt ein Verhältnis aus. Und zwar, ich muss eine gewisse Strecke nach rechts gehen und eine gewisse Strecke nach oben. Und wenn ich diese Werte durcheinander dividiere, dann erhalte ich die Steigung selber. Wie ich nach rechts gehe, heißt, ich sage x1 minus x0. Die Differenz ist so weit, wie ich nach rechts gehe. Das kann jetzt irgendwas sein. Wir machen es ganz allgemein mit x1 und x0. Wenn ich die voneinander abziehe, dann habe ich die Strecke, wie weit ich nach rechts gehe. Das ist von hier bis hier. Bloß, dass ich eben umgekehrt die ganze Sache voneinander abziehe.
Und die zugehörigen Werte, sprich Y-Werte, wenn ich die ausdrücken will, dann sage ich, egal wie das Ding jetzt hier, wie diese Werte jetzt zusammenhängen, da gibt es ja eine Funktionsvorschrift, die heißt da f von x ist gleich tralala, irgendwas. Und wenn ich jetzt sage, naja, dann nehme ich einfach die zugehörigen f von x1 und ziehe davon ab, dass f von x0, na, die 0, wenn ich das so tue, dann habe ich hier oben Delta Y. Ich kann also hier dazu sagen, ich mache das noch bunter, Delta Y, und hier unten sage ich, das ist Delta X. Delta wohlgemerkt ist die Differenz. Drückt man in Mathematik so aus. So, und das gleiche Verfahren, das wäre jetzt schön, wenn wir es hier anwenden könnten, und zwar anwenden so, dass wir sagen, wir gehen jetzt mal eine bestimmte Strecke nach rechts und bilden hier ein Steigungsdreieck. Und diese bestimmte Strecke nach rechts ergibt jetzt hier, so wenn das der Anfangswert x0 war, ergibt das ein x1. Und genauso wie vorhin auch gemacht, ergibt das hier ein y0 und ein, na so, y1. Auch hier kann ich diese Formel, hier, diese schöne Steigungsdreieckformel anwenden. Das gilt also hier ganz genauso. Ich schreibe es auch nochmal schnell hin. Und ich kürze das jetzt ab. Ich schreibe jetzt nicht f von und so weiter, sondern ich schreibe jetzt mal hin Delta Y, also m, der Anstieg für diese Tangente ist Delta Y geteilt durch Delta X. Bis dahin noch klar? Wir haben also nichts Schlimmes getan. Wir machen jetzt praktisch den Schritt rückwärts. Ich habe euch damals beigebracht, wie die Ableitung ganz einfach so behandelt wird, wie es gemacht wird. Und jetzt entwickeln wir mal die Ableitung rückwärts, wie das funktioniert, damit wir ein besseres Verständnis für die Grenzwerte erhalten. So, und jetzt, ich erinnere, Moment. Und jetzt erinnere ich nochmal, die H-Methode haben wir deswegen entwickelt. Jetzt guckt mal hier. Hier ist doch auch eine Art Delta X oder sowas. So kann man das auch sagen, ne? Oder hier ist auch ein Delta Y hier oben. Und dieses Delta X und Delta Y, ich ziehe zwei Werte voneinander ab. Nämlich einen Startwert, der hieß zum Beispiel minus 5, der zugehörige hieß minus 25 und einen Wert nach rechts gegangen und ich ziehe die einfach voneinander ab. Und genau die gleiche Verfahrensweise, die könnte uns ja das Genick brechen, denn wir wollen ja, damit wir die Tangente so genau wie möglich, die Steigung der Tangente in dem Punkt so genau wie möglich ermitteln, wollen wir Folgendes machen. Jetzt mache ich das mal in Rot. Ich lege hier eine Lupe drauf. Und wenn ich die Lupe drauf lege, dann ergibt sich, wenn ich nicht ganz genau gezeichnet habe, nochmal ein Stückchen Graph, jetzt nochmal ein Stückchen gerade, jetzt könnte sich durchaus ergeben, dass ich ja gar keinen echten Punkt habe, sondern dass ich eine Sekante, oh, dass ich eine Sekante daraus gemacht habe. Das heißt, dieses Ding jetzt hier nochmal vergrößert, diesen Punkt hier, den hier vergrößert, kann durchaus sein, dass das gar kein echter Punkt ist, sondern dass ich immer noch zwei Werte habe. Und um das zu minimieren, muss ich diesen Abschnitt, diesen hier, den muss ich so klein wie möglich werden lassen. Das heißt, ich muss mein x1 immer weiter ranrücken lassen an das x0, damit ich wirklich einen echten Punkt erhalte. Und das hieße, im Klartext gesprochen, ich hätte hier unten eine Nulldifferenz, also 0. Und eine 0 unterm Bruchstrich würde uns die Sache schwer machen. Und jetzt kommt die H-Methode. Jetzt müssen wir uns was überlegen, wie machen wir das mit der H-Methode? Also, kurze Pause. Ist nicht schlimm. Ich muss bloß anders schreiben. Was muss ich machen? Ich hatte gesagt, ich wiederhole nochmal. Ich habe hier einen Startwert hier. Minus 5. Dazu gehört meinetwegen minus 25. 5 und 25. Und ich ziehe davon ab. Ich mach's nochmal. Hier. Das ist nur das Abziehen. Das ist nur der Prozess des Abziehens. Hier. Das ist nur dieses Abziehen. Mehr ist es nicht. Na. Was muss ich machen? Wie muss meine Formel aussehen? M ist gleich. Wie mache ich es? Hat jemand eine Idee? Komm, wir machen es mal anhand einer
Wir machen es mal anhand einer konkreten Formel. Nehmen wir mal an, das ganze Gerät heißt f von x. Und ich habe hier einen Teil einer Parabel. Die ist irgendwie hin und her geschoben. Hier ist irgendwo f von x ist x² plus 1. Nehmen wir es mal an. So sieht die aus. Also noch 1 verschoben. Hier ist der Scheitelpunkt. Hier ist zufälligerweise die 1. Das soll uns aber jetzt nicht jucken. Und ich möchte in irgendeinem Punkt, möchte ich da die entsprechende Steigung haben. Also dieser Punkt interessiert mich. Nennen wir den. So, nennen wir den 1. Und ich lege hier eine Tangente an und sage so, ich möchte die Steigung in diesem Punkt haben. Was muss ich tun? Ich weiß, ableiten und fertig und peng. Nee. Wir wollen das jetzt mit dieser Grenzwertbetrachtung machen. Um das zu veranschaulichen, machen wir ein konkretes Beispiel mit f von x ist x² plus 1 und uns interessiert in diesem einen Punkt hier, in dem Punkt x ist gleich 1, interessiert uns die Steigung. Und wir wollen das mittels Grenzwertberechnung machen. Ich weiß, wir können natürlich ganz einfach ableiten, f' von x wäre 2x, ne, die 1 fällt hinten weg, und wir hätten die Steigung. Nee, so einfach wollen wir uns das jetzt nicht machen. Wir wollen diesen Schritt nachvollziehen, nämlich ganz nah heranrücken mit unserem x1 an das x0, sodass wir von x1, x0 abziehen und die entsprechenden Funktionswerte abziehen können. Dummerweise kann es uns passieren, wenn wir ganz nah herangerückt sind, dass unter dem Bruchstrich eine 0 entsteht und deswegen die H-Methode. Die H-Methode, die können wir gleich anwenden, aber erstmal müssen wir die Formel dafür aufstellen. Für diesen Punkt hier, es geht um die 1. Was müssen wir schreiben? M, der Anstieg, ist gleich. Unter dem Bruchstrich muss was? Wir gehen ein kleines Stückchen hier hin und sagen dazu x1. Einverstanden? Was müssen wir also unter dem Bruchstrich schreiben, wenn wir ganz nah ranrücken wollen? Wenn diese Strecke minimiert werden soll? Moment. So. Laut? Genau. Wir müssen hinschreiben, das ist x1 minus 1. Ganz genau. Dementsprechend müssen wir was hier oben hinschreiben? Zur 1. Was müssen wir davon schreiben? F von x1. Und das ist? Na gut, machen wir es nacheinander. F von x1. Minus was? Ja. Und f von 1. Ganz genau. Das wäre jetzt allgemein. Machen wir mal weiter. Was ist f von x1? x1 ist, wir können ja nicht viel tun. Aber was können wir machen? Wir können das hier einsetzen. Was können wir da einsetzen? Ja? Vorsicht, x1 Quadrat, ne? x1 zum Quadrat plus 1, genau. Und jetzt kommt mein Minus. Ich mache das Minus mal rot, damit uns das auffällt. Also es geht um dieses Minus. Und jetzt geht es wieder weiter im normalen Text. Und jetzt kommt f von 1. Und wie viel ist f von 1? Das können wir ausrechnen. Einmal 1 ist 1 plus 1 ist 2. Was können wir unten aber nur hinschreiben? x1 minus 1. Da lässt sich nicht viel dran machen. Na, ich mache das auch mal nochmal rot. Es geht ja hier um diese Minusse, die uns das Genick brechen können. Kurze Pause. Jetzt könnte man schon loslegen, ne? Oder? Wir mussten ja ausrechnen. Die 1, hier diese, die 1, die haben wir hier oben eingesetzt. Bei x². 1 mal 1 ist 1, plus 1 ist 2. Ist aber gut. Warte mal, das nehme ich mal auf. Es kam folgende Frage nochmal, wie komme ich hier auf diese 2 hier oben? Diese 2 entwickelt sich daraus, dass ich einfach einsetze, indem ich sage, 1, diesen Wert hier, und davon die Funktion ergibt sich als 1 hoch 2, einmal 1 ist 1, plus 1 dazu ergibt 2, daher kam das. Aber das ist wichtig, solche Fragen zu stellen, okay. So, wie geht es jetzt weiter? Also, was müssen wir jetzt machen?
Was müssen wir jetzt aus diesem ganzen Kladderadatsch machen, Janik? Für x1 zum Beispiel h plus 1 ansetzen. Probieren wir das mal, genau. Jetzt kam die Idee, einfach zu sagen, oh, pardon. Jetzt kam die Idee, einfach zu sagen, naja, dann setzen wir doch mal x1, für x1 setzen wir einfach h plus 1 ein. Und probieren wir, was da passiert. Das heißt also, statt des x1 schreibe ich h plus 1 in Klammern zum Quadrat plus 1 minus 2. Nochmal, das ist das Minus hier, damit das hier da sieht, ne? Das ist dieses Minus. Und unten unter dem Bruchstrich schreibe ich für x1 wieder h plus 1 minus 1. Na, das sieht doch schon verdächtig nach unserer H-Methode aus. Jetzt müssen wir natürlich hier ein bisschen aufpassen, was da passiert. Aber das lässt sich ja alles lösen. Wir gehen mal weiter und sagen, das ist H² plus 2H plus 1. Jetzt kommt mein plus 1 minus 2. Ich umrande das nochmal schnell. Das ist das alte plus 1 minus 2 hier. Das ist damit gemeint. So, weiter geht's im Text. Unten drunter, oh, was passiert? Unten drunter steht bloß noch h, ne? Denn plus 1 und minus 1 haben sich aufgehoben. Bevor ich jetzt aber den gesamten Ausdruck aufsplitte, lass uns erstmal schnell gucken, was passiert hier. Ich muss hier sagen, plus 1 plus 1 minus 2, das können wir zum Glück komplett als 0 erkennen. Und jetzt kann ich meinen ganzen Ausdruck wieder aufsplitten in h² durch h. Siehe da, das funktioniert wie vorhin, plus 2h durch h. Sehr, sehr oft werden sich binomische Formeln dadurch ergeben. Das wird immer wieder passieren, wenn ich jetzt die h's hier rauskürze und hier entsprechend, dann bleibt hier ein h übrig. Ich mache es mal wieder gekennzeichnet. Das ist das Einzige, was übrig bleibt. Und hier bleibt 2 mal 1 durch 1 bleibt 2 übrig. Und da ja h gegen 0 geht, das ist ja das, was ich jetzt noch gar nicht davor geschrieben habe. Ich werde das mal vorschreiben, nicht als m, sondern in diesem Fall als den Limes mit h gegen 0. Ja, wir haben den Grenzwert dessen ermittelt und haben dann gesagt, jawohl, wenn wir jetzt also den Limes mit h gegen 0 mit unserer eingebildeten Zahl, das heißt also mit diesem Abstand, der wird minimal hier, dieser Abstand, der verschwindet dann, so klein wird der. Mit h gegen 0, wenn wir das so machen, dann ist das, nochmal, weshalb mache ich hier so oft Pfeile, weil ist gleich bei einer Gleichung ist eigentlich mathematisch unkorrekt und deswegen mache ich gerne einen Pfeil dahinter, sieht einfach mathematisch korrekter aus. Das ergibt, h ist 0, 2 bleibt stehen, 2. Und das wissen wir nebenbei auch. Jetzt probieren wir das mal auf unsere herkömmliche Art. F von x, ich schreibe es nochmal hier hin, soll ja sein x² plus 1. Demzufolge ist f' von x, das wissen wir auch schon, 2x plus 0. Das plus 0, das können wir uns schenken. Und wenn ich hierfür für den Punkt 1 eine 1 einsetze, dann ist f' von x, nämlich die Steigung an der Stelle, 2 mal 1. Und das ergibt 2. Oh. Ach so, ja. Warte mal. Natürlich, das ist richtig. Ich hatte jetzt extra f' von x hier, hatte ich hingeschrieben. Das hätte ich nicht machen sollen. Ich schreibe lieber hin f' von 1. Das ist jetzt noch spezieller und noch korrekter. Das andere war halb korrekt. Das ist richtig. Danke. Gut. Ging das eigentlich? Na? Hat er gefressen. So, sagt mal, jetzt ohne Quatsch. Geht das? Hilft das? Meint ihr? Ja? Schon alleine, weil es von der Anschauung so besser ist als Tafel. Jetzt kommt nämlich noch ein Vorteil. Guckt mal. Ich kann nämlich Folgendes machen, ich kann sagen, guckt mal hier, was ich vorhin abgewischt hätte. Das ist immer blöde gewesen. Das hat mir auch so gefallen an der Sache. So, ich sagen kann, hier, guckt mal, das haben wir doch so gemacht und dann haben wir es so gemacht. Das ist dann nicht mehr abgewischt. Insofern, naja. Also wenn es hilft, dann lasst es uns so machen. Ihr müsst bloß eins tun.
Jetzt hier immer fleißig fragen, mitdenken, wenig schreiben, nur mal ganz kurz, wenn es ganz schlimm kommt. Und zu Hause das Ding nochmal angucken und stopp, selber schreiben, aha, jawohl, oder ach, ich Idiot, hab das vergessen, und dann geht's weiter. Ja, ich werde. Wir haben also anhand des Beispiels gesehen, dass wir Steigungsdreiecke über Differenzenquotienten bilden können. Das ganze Ding, na, das nennt sich Differenzenquotient, weil ich zwei Differenzen durcheinander dividiere. Quotient ist das Ergebnis der Division, ne? Und ich habe hier eine Differenz und hier eine Differenz. Den Unterschied zwischen Werten. Differenz heißt ja nur Unterschied. Aber jetzt kommt's. Was wir hier gemacht haben, wenn wir das aber die Differenz so klitzeklein werden lassen, dass sie eigentlich gar nicht mehr da ist, dann heißt das ganze Ding Differentialquotient. Na, das ist nicht schlimm. Das ist ja nicht wichtig. Also, in diesem Fall machen wir das, weil hier. Aber erst hier an diesem Schritt. Jetzt wird es ein Differentialquotient. Das ist der kleine Unterschied. Das eine bezeichnen wir mit Delta x zum Beispiel und das andere mit dx. Also hier sagt man dy durch dx. Wogegen der andere, der Differenzenquotient noch hieß, weil da echte große Unterschiede, verhältnismäßig große Unterschiede da ist, Delta Y durch Delta X. Wenn ihr also mal das Wort Differentialquotient wieder benutzt, dann wisst ihr, hier wird wirklich mit Grenzwerten gehandelt. Gut. So. Ich denke, wir sind soweit durch. Bis dahin. So, jetzt schreiben wir einen Test. Das Bild hätte ich gerne aufgenommen.